So, alle guten Dinge sind drei. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines kleinen Handarbeitsstrick-Podcastes. Mein Name ist Caro und ich berichte hier regelmäßig aus meinem kleinen Fadenreich. Ja, ich nehme Samstagmorgen auf. Ich habe mir mal eine winterliche Kulisse für euch heute Morgen überlegt. Ich hoffe, es freut euch und wenn wir Glück haben, kommen im Laufe der Aufnahmen auch noch die Skutten von oben runtergelaufen. Die sind ja ganzjährig draußen. Ehrlich gesagt nicht meine bevorzugte Schafrasse, aber was willst du machen? Den Nachbarn gefällt die halt besonders gut. Ich finde, sie haben so einen großen Körper und so kleine, schmale Beinchen. Da sind mir so ein paar andere, robustere Schafrassen fast lieber. Aber nichtsdestotrotz, es sind ganz zauberhafte Tiere und manche kriegt man auch ein bisschen zahmer. Hitti hier leider gerade nicht. Ja, ich erzähle euch mal gerade, worum es heute gehen soll. Ich habe eine, ich habe den Oxer gegen die Wand gefahren. Und genau weiß ich noch nicht, wo jetzt der Fehler genau liegt, aber macht euch keine Sorgen, ich bin da echt fein mit. Es kann nicht immer alles im Leben klappen und ich bin ja jetzt 52, im Laufe meines Lebens habe ich immer gemerkt, dass ich aus Fehlern das meiste lerne und da erzähle ich euch auch gleich was zu. Ich kann euch ein bisschen Fortschritte zeigen. Ich möchte an einem Call teilnehmen. Ich habe ein kleines Störprojekt. Ich habe ein anderes ein bisschen, zumindest eine Socke fertig. Und im Teil 2 möchte ich euch natürlich wieder ein bisschen handgefärbte Wolle zeigen. Und ich nehme eine neue Verführung in den Shop auf. Ich bin dieser Verführung ja schon seit 2 Jahren erlegen, seitdem mein Mann mich mal zu Weihnachten beschenkt hat. Damals haben wir uns eine Kleinigkeit zu Weihnachten geschenkt. Ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich so ganz genau. Aber haben wir, machen wir eigentlich nie, aber da haben wir es mal. Und ja, lasst uns mal loslegen. Ja, vorweg kommt ja immer irgendwas. Was habe ich die letzten 14 Tage gemacht? Ja, was habe ich die letzten 14 Tage gemacht? Ich habe eigentlich total viel an dem Oxer gestrickt, weil ich den echt mal von den Nadeln haben wollte. Und die Reihen waren ja unendlich lang. Ja, und jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, warum hast du das nicht früher gemerkt? Habe ich nicht. Ja, ich ziehe ihn gleich für euch an, dann seht das. Dann habe ich ein Upcycling-Projekt angefangen, was ich ja total gerne mag. Ich war überraschend beim Zahnarzt. Ja, also mal der Reihe nach. Mein Upcycling-Projekt. Viele von euch wissen das ja, ich cycle immer von Zeit zu Zeit was ab. Und ich habe ungefähr vor 15 Jahren einen Mahagonitisch bekommen, rechteckig, der überhaupt nicht in meine Einrichtung passt. Aber er hat schöne Ornamente und nicht zu aufdringlich. Das hier ist jetzt mal ein Bein, was ich euch zeigen will. Und der hat hier ein sehr schönes Ornament. Der Lack ist überall schon so aufgesprungen. Blättert auch so ab, wenn man drüber streicht. Und musste ich erstmal schmirgeln. Und wenn man schmirgelt, bereitet man ja die Oberfläche für einen, im besten Sinne für einen neuen Lack auf. Und das ist dieser geworden. Der ist also jetzt matt, nicht glänzend. Und ich hole mal gerade die Farbe, weil das ist ja hier eine Dauerwerbesendung. Und durch die Zeit meiner Upcycling-Projekte kann ich euch ganz sicher sagen, dass Farbe ein ganz entscheidender Faktor ist, der euch dann auch zum Erfolg führt. Moment. Also wer sich hinstellt und schmirgelt und das auch nicht nur 2 Minuten, sondern oft Stunden, will natürlich dann auch nicht unbedingt eine Farbe drauf streichen, die ihm nicht zum Erfolg bringt.
Und ich benutze seit etwas über einem Jahr, glaube ich, diese Farben von dieser Firma, Madame Pompadour. Und ich habe diesmal, wie auch meine Farbe ja jetzt im neu gestalteten Badezimmer ist, Schwarz mit Schiefer genommen in Matt. Und damit wirkt das total edel. Jetzt werden vielleicht manche von euch da draußen sagen, was, ein Mahagoni-Tisch? Ja, also wie mir berichtet wurde, war der früher mal sündhaft teuer, aber er passt absolut nicht. Und ich habe ihn jetzt geteilt in zwei Teile und bekomme dann hoffentlich zwei kleine Tischchen, die an die Wand verschraubt werden, die dann nur vorne zwei Füße haben. Einen Tisch davon möchte ich gerne im Badezimmer hinter der Badewanne. Da sollen dann zukünftig eine große Blume oder zwei draufstehen und ein bisschen, ja, Kerze und so, ne? Weil ich fröne schon meinem Badezimmer. Also das ist so meine Wohlfühloase. Die ist jetzt verhältnismäßig dunkel geworden, aber ich habe gegenüber zwei Glasfenster, aber mit so einer dunklen Wandfarbe und jetzt dem dunklen Tisch und vielleicht noch ein bisschen dunkle Deko wird es schon recht dunkel, aber es ist auch eine totale Zone jetzt, wo ich die Auszeit nehme. Und was ich nicht gedacht hätte, ich habe da eine riesengroße Monsterie stehen. Das Grün wirkt vor dieser dunklen Wand so hammermäßig schön, dass ich immer, wenn ich ins Badezimmer komme, total begeistert davon bin. Ich werde das mal vorantreiben, das Projekt, und werde euch dann mal noch Fotos zeigen oder ein kurzes Video aufnehmen, um euch auch ein bisschen Mut zuzusprechen. Mensch, wenn ihr was geschenkt bekommt, vererbt bekommt, was einfach nicht zu eurer Ausstattung im Haus passt oder so, es gibt da echt tolle Ideen auf Pinterest. Ich kann euch da nur ermutigen, wenn ich mal irgendwas nicht weiß, dann schaue ich da rein. Was auch noch in der Pipeline ist, ich habe so eine alte, uralte Nähmaschine bekommen, die unten noch dieses Metall, diese Wip hat, die nicht elektrisch angetrieben war. Man musste noch wirklich mit Fußantritt praktisch nähen. Da gibt es auch super schöne Upcycling-Projekte mit. Also das ist auch noch so bei mir in der Pipeline. Ja, also wenn euch das interessiert, sagt es ruhig, dann zeige ich euch so ein bisschen was, was ich schon abgecycelt habe, weil ich das total schön finde. Also wegschmeißen ist manchmal für mich keine Option, weil der Grundstock eben wertig ist, obwohl Mahagoni ist nicht so, vielleicht mal am Kopf als Haarfarbe, aber als Möbel ist total hart. Die Farbe ist nicht meins, ist auch nicht mehr zeitgemäß, wenn ihr mich fragt. Also, aber vielleicht schreien jetzt auch ein paar von euch und sagen, ich habe total schönes Mahagoni-Esszimmer. Ja, und ich bin nur noch nicht auf den Trichter gekommen. Ich habe mich jetzt für Upcycling entschieden. Die Farbe ist mega schön. Ja, die ist teuer, aber da kommt ihr auch mit echt, echt weit mit. Und ihr streicht mitunter nur einmal und nicht dreimal. Die Farbe stinkt nicht. Die ist nachhaltig. Also ich will jetzt auch hier keine Farbe verstreichen, die ich noch 5 Tage später rieche und die nicht gut ist für meine Bronchien. Und hier turnt ja auch noch ein kleines Kind rum. Und das muss ich auch immer mit bedenken. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich werde euch vielleicht mal Bilder zeigen, wie es geworden ist. Ich denke, es wird granatenmäßig schön. Ja. Dann war ich unverhofft beim Zahnarzt. Und die, die mir schon länger folgen, wissen ja, ich hatte in der Altenpflege bin ich in eine Schlägerei zwischen einem Ehepaar geraten und hatte ja einen Schlag auf den Oberkiefer bekommen und war 4 Monate in Behandlung beim Zahnarzt mit schlimmsten Behandlungen für mich. Und das ist ja letztendlich, musste das ja doch operiert werden im Krankenhaus. Und seitdem habe ich panische Angst vor dem Zahnarzt. Es war aber wieder der ältere Herr da und der war total lieb und hat gesagt, Mensch, ganz toll gemacht, kannst nach vorne gehen und kriegst ein Gummitierchen. Ja, also das habe ich auch von den Füßen, wenigstens mal fürs erste Halbjahr, da bin ich schon mal ganz froh drüber. So, das war jetzt so das, was voran so passiert ist und was
was noch die 14 Tage so dazwischen gekommen ist, zwischen Färben, zwischen der kleinen Firma und ja, Einkaufen. Ja, da hatten wir auch noch ein Fauxpaschen, aber ich weiß nicht, ihr bekommt einige von euch, also das mit den Lieferdiensten, das wird ja immer besser, ne? Also UPS hat wirklich jetzt den Vogel abgeschossen. Bevor wir Schnee gekriegt haben, haben wir tagelang Regen gehabt. Und dann hat er mir von einem auf den anderen Tag immer den Liefertermin, wird auch am nächsten Tag zugestellt, konnte nicht zugestellt werden, Kunde nicht angetroffen. Und eines Abends saßen wir beim Abendessen, mein Handy blinkte auf, ich weiß es noch, 18.19 Uhr, ihr Paket wurde zugestellt. Wir haben uns eins abgesucht, im strömenden Regen sind wir hier rumgelaufen mit Taschenlampen und haben unser Paket gesucht, wir konnten es nicht finden. Dann sind wir da in die Service, in diese Hotline rein, dann hat uns dann irgendwann nach 40 Minuten eine Dame gesagt, doch, wurde zugestellt in 21b. Da habe ich die schon angeschrien und habe gesagt, ob ich ihr das Alphabet beibringen soll, A, B, C. Mein Mann stand schon hinter mir und sagte, Mensch, mach mal halblang. Aber da war ich echt schon wütend, weil da auch hochpreisige Ware drin war. Wir haben sie nicht gefunden. Ich musste unverrichteter Dinge nach Hause gehen. Wir haben dann nochmal alles abgesucht. Ich habe ein ganz furchtbar schlechtes Gefühl gehabt, habe dann morgens dann mit meinem Großhändler geschrieben und die sagen nun, tja, tut uns leid, das Paket ist bei uns raus und es ist ja auch versichert, müssen sich an den Versanddienstleister wenden. Ja, da ist nie einer bei UPS. Es hat dann kurz vor Mittag darin gegipfelt, dass mich jemand aus der Jagdhütte angerufen hat und hat gefragt, ob ich mir eine Tasche bestellt hätte, weil bei ihnen hätte ein durchweichtes Paket am Holzstapel gelegen und ob ich nicht mal kommen wollte, das abholen, aber ich sollte mit dem Auto kommen, das wäre sehr schwer. In der Jagdhütte hat das einfach auf dem Holzstapel gelegt. Die Leute sind schwerst krank. Die Frau kann gar nicht mehr laufen, er kann nur noch ein bisschen laufen. Die haben durch Zufall gefunden, weil die abends nochmal das Feuer schüren wollten für den nächsten Tag. Unfassbar. Unfassbar. Ich habe das jetzt bei meinem Großhändler gestoppt. Ich möchte nicht mehr von UPS beliefert werden. Ja. Nur mal so, was man so in 14 Tagen erlebt, wenn man selbstständig ist. Also es ist immer irgendwas anderes. Ja. Und jetzt fange ich mal an mit meiner Odyssee. Ich muss erst einen Schluck trinken. Also einige von euch werden jetzt vielleicht lachen. Manche werden sich die Hände vom Kopf schlagen, wie das passieren konnte. Ich habe nur grob eine Ahnung. Das passiert, wenn ich zu viel auf der Nadel habe, unaufmerksam bin und einfach trantütig vor mich hinstricke. Der Oxa von Caitlin Hunter ist eine Kaufanleitung auf Ravelry. Ich habe mir die auch gekauft. So, ich war ungefähr hier, da hatte ich den das letzte Mal an. Oder wartet mal. Nee, ich hatte das Muster hatte ich schon gestrickt, dann war ich hier. So, da passte er noch. Und dann lief es aus dem Ruder. Und ihr kennt mich, ich habe eine Maschenprobe gestrickt, da war ich noch zweifädig unterwegs. Dann habe ich mich für den dritten Faden entschieden, habe auch davon eine Maschenprobe gemacht, habe die auch gewaschen und habe dann für mich festgestellt, nö, ich variiere nur ein bisschen in der Nadelstärke und bleibe dann dabei. Es war ja auch erst noch alles in Ordnung. Und dann kam das bei raus. Ich weiß gar nicht, was vorne und hinten ist. Und da ich ja nicht mit verkürzten Reihen gestrickt habe, nö. So, Kinder. Kennt ihr die böse Schwiegermutter von... Na, 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 na. Die hatte doch hier auch so Rüschen, ne? Oder der Dorchen, die hatte die, ich weiß es nicht. So, das ist schon mal hierbei rausgekommen, nachdem ich abgekettet habe. Die Wulste, die kriege ich auch nicht weg und die kann ich auch nicht mehr schönreden. Steh mal auf. So, seht ihr, was passiert ist. Hier, weil den habe ich jetzt schon gewaschen, weil ich das Ausmaß, weil der noch welliger war, weil ich es sehen wollte. Also er wellt total.
Ich wollte ihn ja weit, aber Kinder, so weit wollte ich ihn dann doch nicht. Ich habe mal versucht, bevor ich euch das jetzt im Podcast hier zeige, diese Peinlichkeit, habe ich überlegt, ja, das ist blöd, wenn man Lipgloss drauf hat. Ich habe echt schon so ein bisschen überlegt, woran könnte denn liegen. Wir haben 8 Zunahmereihen. MIP, habe nochmal schnell nachgeguckt, weil das überhaupt heißt, wusste ich gar nicht. Make One Pearl Wise. Also das ist so eine bestimmte, das ist eine Zunahmereihe, wie man die Masche auf die Nadel nimmt, dann nochmal dreht und dann abstrickt. So. Wir haben 8 Zunahmereihen in diesem Pullover. Einmal nach 6 Maschen zunehmen. Zweite Zunahmereihe nach 7 Maschen, dritte Zunahmereihe nach 8 Maschen, vierte nach 9, fünfte nach 10, 11, 14 und nach 15. So, ich habe mit dem Chart gearbeitet. Ich habe ja mit dem Chart gearbeitet und habe mir ja schön abgestrichen. Ich habe nicht gelesen. Ich habe auch bis jetzt noch nicht gelesen. Wahrscheinlich hätte ich bei meiner Größe gar nicht jede Zunahmereihe stricken müssen, sondern hätte vielleicht nach 5 Feierabend machen können. Habe ich aber nicht. Weil ich ja immer denke, Leute, da steht nichts neben dem Chart, dass man vielleicht bei die Zunahmereihe geschrieben hätte, Achtung, bis hierhin nur in Größe so und so, bis hierhin in Größe so und so und hier durchstricken. Nee, da steht nur, alle bei Größe 5 bis 7, oder war ich drinne, müssen den Chart stricken. Und dann gibt es zum Beispiel noch einen Chart, der ist noch größer, von Größe 8 bis 10. Und dann hätten Sie ja bei Größe 5 bis 7 wegen mir schreiben können, so Achtung, alle, die die Größe 5 stricken, machen dann die letzten 2 Zunahmereihen neck und hätten das an der Seite mal eben daneben geschrieben, hier, Achtung, ihr Fünfer, ihr seid schon fertig, nur wer bis 7 hat, strickt noch hoch. Weiß ich nicht, ob das der Fehler ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es bis jetzt noch nicht rausgefunden. Ich bin jetzt ganz entspannt. Der Ochsa ist jetzt erstmal, habe ich die Nadeln, die drin waren, habe ich mir rausgezogen, weil die brauche ich wieder, weil ich gerne was anderes stricken möchte. Vielleicht lasse ich es als gut riechendes Mahnmal in der Ecke liegen, weil ich habe es mit meinem französischen Waschmittel gewaschen. Ich nähe es ab und mache mir ein Kissen, weil man wird es wahrscheinlich nicht rippeln können, weil ich ja Mohair mit drin habe. Ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt für mich beschlossen, mein Gott, ja, das ist eben Lehrgeld, was ich jetzt mal zahlen muss. Es ist ganz oft gut gegangen, dass ich bei Strickprojekten gut durchgekommen bin und jetzt eben mal nicht. So what? Ja, stricke ich den nochmal? Ich weiß es nicht. Gerade bin ich echt bedient. Und dann bin ich aber gestern an der grauen Landhaus vorbeigegangen und habe gedacht, so, wenn ich die doppelt nehme, dann würde den ohne viel Shishi und Mohair einfach in diesem schönen Grau stricken. Weiß ich nicht. Aber jetzt kommt erstmal der Frühjahr und der Sommer und ich weiß es nicht. So. Mach jetzt einen Haken hinter. Ist jetzt erstmal so. Ich hatte ja viele schöne Stunden beim Stricken. So ist es ja nicht. Da das jetzt eben nicht so gut geworden ist. Ist nicht so schlimm. Ich hoffe nicht, dass ihr meinen Magen so krummeln hört. Normalerweise frühstücke ich nicht. Aber heute habe ich mal gefrühstückt und jetzt rutscht das alle. So, gut, den haken wir jetzt ab. Was daraus wird, weiß ich nicht. Ich wollte ihn ja größer. Ich habe ja extra größer und habe mir noch Positive Ease dazugerechnet. Ich wollte ihn ja größer, aber so groß nicht. Vielleicht hätte ich doch, wie man das eigentlich richtig macht. Leute, und bitte macht ihr das richtig. Erst einmal die Anleitung von vorne nach hinten lesen. Da ich aber lieber einen Chart stricke, statt die ausgeschriebene Variante, habe ich mich einfach an den Chart gehalten. Habe gedacht, so, das läuft, habe mal kurz anprobiert, hier oben war noch alles tutti und dann kam, ja, falsch. So macht man es nicht. So, machen wir mal mit was Erfreulichem weiter.
Und zwar mit meinem Big Love. Hatte ich gestern Abend aber leider auch eine kleine Odyssee. Ansonsten läuft der echt gut. Erst habe ich angefangen zu rippeln und dann habe ich gedacht, hey, bist du jetzt total doof, Carola? Du musst doch gar nicht rippeln. Das kannst du nämlich auch anders machen. Ich habe mir nämlich die Mühe gemacht, mal alles durchzuzählen und da fiel mir dann auf, ich habe bei den Kragenmaschen eine unterschiedliche Anzahl der Maschen. Mir fehlten nämlich 3 Stück. Jeder, der den Big Love strickt, wird es wissen. Es ist eine Kaufanleitung von Anke Strick, auch auf Ravelry erhältlich. Sehr schöne Anleitung. Man hat zu Beginn, wenn man die Kragenmaschen anfängt zu stricken, 3 Maschen, die in einem bestimmten Muster gestrickt werden. Und erst dann kommt der Block mit 1 rechts, 1 links über eine bestimmte Maschenzahl. Und ich habe wohl beim Einteilen, schon oben bei den einzelnen Teilen, einmal die 3 Maschen vorne mitgezählt und einmal eben nicht. Das hieß aber jetzt, ich habe im Endeffekt hier im Kragenteil 3 Maschen zu wenig. Erst habe ich gerippelt, dann habe ich gedacht, mein Gott, das ist aber verdammt viel, weil du jetzt rippeln musst. Da hatte ich dann auch keine Lust zu und dann habe ich gedacht, so, jetzt lässtest du einfach die Maschen, die 3, runterfallen. Dann habe ich gedacht, 3 auf einmal ist ein bisschen viel. Habe mich dann dazu entschlossen, 3 Maschen einzeln runterfallen zu lassen und habe sie dann mit einer Häkelnadel wieder hochgestreckt. Das habe ich 3-mal gemacht und jetzt stimmt das hier vorne auch wieder. Und ehrlich gesagt muss ich selbst... Nee, ich weiß es. Ich weiß es, weil... hier eine Masche so ein bisschen vorlugt. Auf der Seite habe ich sie fallen lassen. Aber ich denke, wenn der gewaschen ist und sich wieder ausgelegt hat, wird man das nicht sehen, dass ich da die Maschen fallen lassen und dann wieder hochgehäkelt. Aber jetzt stimmt es. Ich musste nochmal alles genau nachzählen. Es stimmt auch. Ich habe jetzt hier in der Seite allerdings diese Fake-Naht weggelassen. Und stricke das Muster durch, weil ich es einfach schöner finde. Klar sagen immer viele von, oder ich habe das auch schon gehört, dann soll sich angeblich das Strickstück ja so ein bisschen einen Drall kriegen und verdrehen. Kann sein, habe ich aber bei dem anderen auch nicht, bei dem kleinen. Und ich denke, das wird bei dem großen auch nicht so die Wirkung haben. Schauen wir mal. Aber ich kann das Muster durchlaufen lassen. Ja, das Muster ist eigentlich... Wenn man das ein paar Mal gestrickt hat, so eingängig, man braucht die Einleitung gar nicht mehr. Man sieht ja dann den Versatz und es ist ganz einfach. Ich musste ihn allerdings auch ein paar Mal stricken, bis ich das gerafft habe, wenn ich ehrlich bin. Ich stricke ja immer noch mit der Ice Landing von Novita in der Farbe 523. Und ich habe mal geguckt, das heißt Lingonberry. Und das ist die Preiselbeere. Ja. Und ich finde für Preiselbeere, ich liebe ja Preiselbeeren, aber nur im Gelee. Und das kommt schon richtig gut hin. Also hier, Frau, freue ich mich echt, den jetzt weiter zu stricken. Und ich liebe ja diese Icelandic Wool immer noch total. Obwohl die ja viele für total rustic halten, ich kann die auch so auf der Haut tragen. Also ich glaube, da hätte ich echt überhaupt kein Problem. Obwohl meine Schwester jetzt da war und die hat die Novita in diesem Hellgrau, was schon seit Wochen ausverkauft ist, gestrickt und ihre war per se schon weicher und ich denke, dass meine aber nach dem Waschen noch weicher wird. Also da mache ich mir gar nicht so große Sorgen. Ja, was mache ich mal als nächstes? Weil wir ja eigentlich schon indirekt bei Woolhouse waren, habe ich ja noch mir mal in so einem, sagen die immer, Sonderverkauf, die Sockenwolle gekauft für diese Muminsocke. Also man kaufte praktisch die Wolle. Und
und bekam dann die Anleitung dazu. Ja. Ich wollte aber nicht von oben nach unten stricken, wie die Anleitung das vorgibt, sondern ich wollte von unten nach oben stricken, habe mir die Anleitung dann praktisch einfach nur rumgedreht und habe mir sie auch ausgestrickt, weiß einfach so. Und im Blauen habe ich mich dann wieder dran gehalten, was die Maschen dann so hergaben. Und werde das jetzt noch mit diesem Maschenstich mit Schwarz, das habe ich mir mittlerweile auch im Original gekauft, aussticken. Das ist eine Mörderarbeit gewesen bisher. Und auch das Besticken wird ja noch einige Zeit in Anspruch nehmen, nehme ich mir echt an, weil ich muss dann wieder parallel mir irgendwie meinen Laptop oder so hinstellen, muss mir das Video anmachen, wie man das genau stickt, und dann muss ich das nachsticken. Ich fand es jetzt schöner, das so rum zu machen, und klar habe ich auch Spannfäden. Das habe ich mir aber schon überlegt. Erst habe ich gedacht, Mensch, ich nehme von innen einen Patch auf. Bin ich jetzt aber gegen gekommen. Ich werde mir die wahrscheinlich ein bisschen mit einem elastischen Faden von hinten einfach festnähen, sodass man auch in die Socke einsteigen kann, ohne immer mit der Zehenspitze in so einem Faden hängen zu bleiben. Und ich finde es gar nicht so schlimm. Die Variante, jetzt von unten nach oben zu stricken, war für mich angenehmer, als dieses von oben mit diesem Hin- und Rückrein dann so ein Teil zu stricken. Das fand ich so umständlich. Und ehrlich gesagt hatte ich da auch keine Lust zu und habe gedacht, das muss ja auch irgendwie anders gehen. Und ich finde das echt machbar. So, da freue ich mich drauf. Die habe ich mir auch ein bisschen gewaschen, damit ich sie schon ein bisschen runterlegt. Und werde jetzt aufsticken. In einer ruhigen Minute. Sollte es denn mal möglich sein, dass man hier in diesem Haushalt eine ruhige Minute bekommt? Weil manchmal denke ich auch, mir wäre das mit dem Ochser vielleicht auch früher aufgefallen, wenn man hier mal eine ruhige Minute hätte. Auch mit dem Kragen. Aber irgendwie habe ich die hier nicht. Das ist gerade unheimlich, weil wieder unten gebaut wird und die Kleine ist so oft hier. Oh, die macht jetzt so einen Spaß, die Kleine. Das ist echt eine Granate. Ja. So, ja, die Socke sehen wir nochmal wieder, auf jeden Fall. Und dann bin ich einem Kall erlegen, wo der Aufruf so goldig war. Und ich aber auch sagen muss, ich mag die Podcasterin total gerne. Und zwar ist das die Silvia Lang von Magische Maschenbilder. Ja, die mag ich total. Die hat zu einem Kall aufgerufen, weil sie auch selbst gemerkt hat, letztes Jahr für Weihnachten war sie mit ihren Produkten oder Projekten, die sie durchbringen wollte, weil sie das verschenken wollte, wieder so spät dran, dass sie direkt beschlossen hat, ich fange im Januar schon an zu produzieren für Weihnachten. Und sie hat einen besonderen Kall, das hatte ich so auch noch nicht gehört. Und ich finde ihn einfach richtig gut, muss ich sagen. Also, ihr ist es egal, ob wir einen Kall machen mit K oder einen Kall mit C, also ob wir stricken oder häkeln, ist ihr auch egal. Oder wir können auch ein Make machen, also ein Make-Kall, also ein M-Kall. Da können wir was basteln für Weihnachten. Völlig stressfrei, hat sie gesagt, stellt sie auch jedem frei, was er machen möchte. Möchte er vielleicht im Januar ein bisschen was stricken oder ein Teil stricken, ein Teil häkeln, oder möchte er schon irgendwas basteln? Und dazu kann ich sagen, mit Basteln, es gibt auch immer den Vorfreude-Freitag bei Wuhlhaus, auch mit so kleinen Bastelideen. Da könnt ihr ja vielleicht davon was basteln und auch noch in Silvias Kall mit einbasteln. Das ist eigentlich auch immer ganz süß. Jetzt hatten sie, glaube ich, Engelchen, habe ich aber noch nicht geguckt. Ja, völlig stressfrei. Ich fand es so toll und fühlte mich direkt angesprochen, weil ich immer diese Sockenwollreste noch vom Thorsten Duet, seinem Kall, hatte, dass ich gedacht habe, so, stricke ich mit. Sie hatte so süßes Wetterchen hochgehalten. Ich kann die Anleitung ruhig zeigen. Auf ihrem Kanal hat sie die Anleitung auch schön verlinkt.
Muss ich mal gucken, ob ich da den Link einfach euch auch kopiere. Oder ihr geht bei Silvia Magische Maschenbilder auf unter ihren letzten Podcast. Da ist der Link drin. Und zwar We Sweaters. Das sind so kleine Pulloverchen. Fand ich total niedlich. Was mich beim Stricken, ich hatte es schon beim Ansehen gesehen, was mich dann beim Stricken total gestört hat, warum sind die kurzärmelig? Fand ich irgendwie nicht so prall und habe dann für mich beschlossen, nee, ich mache Ärmelchen dran. Und habe zwei Stück gestrickt und wäre ja somit schon fertig für Januar. So, check. Ich werde mir wahrscheinlich eine Liste machen an die Pinnwand, was ich schon gemacht habe und was ich noch machen möchte. Besonders, wirklich besonders toll finde ich, muss mal keinen Schluck trinken, dass Silvia unter ihrem Podcast den Link hat zu ihrem Pinterest-Account, wo sie 98 Weihnachtsbastelideen oder Weihnachtsideen schon rausgesucht hat für euch. Ihr könnt auch gerne gucken bei mir, Karos Fadenreich auf Pinterest. Ich glaube, ihr könnt mich so suchen und dann könnt ihr mir auch folgen und dann könnt ihr auch sehen, was ich alles für Projekte weggetan hat. Schlimm. Da fängt es an mit Low Carb Keto Rezepten, normale Kochrezepte, Backrezepte, Upcycling, neues Haus, Bungalow, Außenbereich, Innenbereich. Ja, alles, was mir so gefällt, tue ich mir immer für mich wegpinnen. Und da gucke ich auch wirklich schon mal durch, was könnte ich noch machen. So zum Beispiel bin ich ja auch auf die Farbe gekommen, die mir da angezeigt wurde, die auch wirklich schon von vielen verarbeitet wurde. Und jeder gesagt hat, ja gut, die ist teuer, aber die ist perfekt gut. Pinterest ist so schön. Es gibt da nichts, was ihr da nicht finden könnt. Und oft sind da zu diesen kleinen Sachen auch die Links. Und dann kommt ihr zu den Anleitungen und die sind meistens gratis. Also ich liebe Pinterest. Wollt ihr mal was Ausgefallenes kochen? Oder habt eine Party? Ihr seid zu einem Kindergeburtstag eingeladen und wollt einen besonderen Kuchen mitbringen. Oder nur so besondere kleine Cupcakes. Ihr wollt ein Möbelstück upcyclen, gebt das ein, alte Nähmaschine upcyclen oder so. Ihr wollt aus einer Hose was upcyclen, dann kriegt ihr Ideen angezeigt. Ich liebe Pinterest. Es ist ein Fluch und ein Segen zugleich, diese Internetseite. Ich kann euch das sagen. Ich liebe sie echt total. Ich habe da schon ganz viel abgekupfert mit Gartendeko und ach, alles, wirklich alles. Ganz, ganz toll. So, ich habe nur noch ein Strickprojekt, was irgendwie störenderweise dazwischen gekommen ist. Und das ist diese Regenbogenwolle. Ich glaube, die war von Scharrenmeier, die hat meine Mutter mir geschenkt. Das ist Sechsfachwolle. In diesem Regenbogen. Und die habe ich mir mal angestrickt den Abend, wo es nicht so gut lief. Dann habe ich mich hinten in mein Räumchen gesetzt, habe gedacht, so, ich muss jetzt mal eine Minute runterfahren. Es waren dann auch alle mal aus dem Haus. Mein Mann ist noch rüben mit auf der Baustelle. Ich habe gedacht, so, jetzt stricke ich das an, höre mir eine Stunde ein Hörbuch. Ach, das kann ich euch übrigens auch empfehlen. Ich war total begeistert davon. Honigtot. Für alle, die auch bei Audible ein Abo haben oder das in anderen, in Online oder wie das da heißt, oder oh, da gibt es so verschiedene, wo man Hörbücher sich Abos machen kann und downloaden. Honigtot fand ich ausgesprochen schön und ich habe das auch wirklich genossen, mir das Buch in Ruhe anzuhören. Ich finde es richtig, richtig gut. Das hat mich nachhaltig beeindruckt, dieses Buch. Ja, ich habe dieses Paar Socken, und hier ist der zweite dran, nochmal oldschool, wie früher, habe ich mich zu entschlossen. Sonst hätte ich ehrlich gesagt aber auch aufstehen müssen und mir noch eine Dreiernadel holen müssen in 80er Länge. Und deswegen stricke ich nochmal hier mit meinen alten Stricknadeln. Ich habe ja so ein Set.
Von oben nach unten. Käppchenferse. Ja, ich glaube, das ist die Käppchenferse. Ich weiß das gar nicht mehr. Was hat man denn früher ganz normal gestrickt? Ich glaube, Käppchenferse und eine Bändchenspitze. Habe aber dann etwas früher hier ein Three-Needle-Bind-Off gemacht, damit das nicht ganz so spitz wird und ich die Maschen ja zusammenziehen muss. Ja, die sind für mich. Da freue ich mich auch drauf. Die Wolle ist auch nicht weich, ist eine 75-25er und ich empfinde das ja. Ich weiß nicht, ihr strickt ja auch länger da draußen. Ich finde ja, dass die Sechsfachwolle, kann mich jetzt schlagen, aber jetzt ungefähr die Garnstärke hat, was früher vierfach war. Also hier die Wolle ist jetzt ungefähr so wie meine Sovo Base von meinem früheren Hersteller, die ich hatte. Aber ich kann euch sagen, ich habe mich sehr gut eingefärbt, jetzt auch in die High Twist von Atelier Citron. Die kannte ich ja schon immer. Die ist auch wunder, wunder, wunderschön. Hier die Wolle würde ich jetzt persönlich einstufen als, die ist etwas dicker wie die Vierfach von Atelier Citron, aber auf jeden Fall dünner wie die Sechsfach von Atelier Citron. Und sie ist sehr rustikal. Ist aber auch nur eine ganz normale Sockenwolle mit 75-25, während die High Twist von Atelier Citron ja eine 80-20er ist. Ja, aber die Farben sind toll. Ja, und da nüdel ich jetzt noch ein bisschen dran rum. Ich habe mittlerweile ein neues Hörbuch. Da geht es auch wieder um die Nachkriegsjahre, was mich gerade unheimlich beschäftigt. Die Nachkriegsjahre. Wo sind die Nazis alle hin untergetaucht, die in der Waffen-SS waren? Oder ja, was ist mit den Nazis nach dem Krieg geworden, die man so nicht zu fassen gekriegt hat? Und wie haben die Leute nach diesem Regime und ihrem Glauben auch oder dieser Richtung, die sie eingeschlagen haben, wieder zurückgefunden ins normale ne Leben, was wir jetzt so Entnazifizierung nennen? Ja, das beschäftigt mich gerade. Und beim Stricken kann ich da gut zuhören und ein bisschen entspannen. Ich nehme auch ganz oft meine Hörbücher mit in die Badewanne. Ja, ich liebe meine Auszeit auch in der Badewanne. Ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe ja vor einiger Zeit schon angefangen, mich nicht immer hinten anzustellen. Die Kinder sind jetzt aus dem Haus. Joshua ist in Guatemala. Mein Sohn ist auch groß, wird das zweite Mal Papa. Ich muss das gar nicht mehr, mich immer hinten anstellen. Es ist eigentlich jetzt genug Zeit. Ich muss mir das nur durchkämpfen und dann genieße ich meine Auszeit. Wie heute Morgen genieße ich meine Auszeit mit euch. So, das war jetzt Teil 1. Ich werde jetzt einen Cut machen, meinen Tisch aufräumen und dann werde ich euch eine Verführung zeigen. Eine sehr, sehr schöne. Bis gleich. So, ich bin wieder da im Teil 2. Musste ich jetzt drehen, weil die Sonne jetzt so stark aufs Fenster kommt, dass es echt gestört hätte. Und jetzt mache ich das mal im Stehen, das Teil 2. Ja, kein Problem. Beim letzten Mal habe ich euch ja meine Mütze gezeigt und dann fiel mir ja irgendwie ein, durfte ich das sagen oder durfte ich es nicht sagen? Doch, ich durfte es sagen. Und zwar macht dieses wahnsinnig schöne Mützendesign, und das kommt auch demnächst. Da bin ich ganz, ganz sicher, das hat sie so auch gesagt. Die Mütze war von Duck, also von Seawools. Sie ist natürlich eine super Podcasterin, ihr kennt sie alle. Und sie ist auch auf Ravelry vertreten und hat dort einige Anleitungen. Zum Beispiel dieses Schulterdings, den Pino, den kennen ja auch viele von euch. Und die Mittens und ach. Ihr kennt sie alle, sie macht ganz wunderbare Designs. Und von ihr war auch die Mütze, die meine Schwester für mich Probe gestrickt hat, Unifarben. Und da will ich nur noch ganz kurz drauf eingehen, weil viele haben das gar nicht verstanden und ich hatte deswegen Fragen. Ja, ich hatte mir ja diese Farbe hier oder diese Wolle gefärbt, und zwar ist das die Nonplusultra von Atelier Citron in verschiedenen Farben. Und sie passt perfekt auf Ducks Mütze und damit wurde auch meine gestrickt.
Ich habe die Farben so kreiert, da habe ich ja zu euch gesagt, hier mit der Färbung findet euch auf der Skibahn jeder wieder, da habt ihr überhaupt kein Problem und ihr könntet sie wunderbar zweifarbig stricken, mit einem dunkleren Blau, mit einem helleren Grau, mit einer ganz hellen Variante. Das wäre so mein Favorit, muss ich sagen. Und das passt hervorragend auf dieses Mützendesign. Überhaupt lässt sich mit dieser Wolle unheimlich toll Mützen stricken. Ich habe euch nur diesmal kein Mützenset zusammengestellt, sondern ich lasse euch selbst die Wahl. Macht ihr eine hellere, eine dunklere Variante? Macht es wie ich einfarbig? Ist euch überlassen. Ich habe die Mütze mit einem Strang hinbekommen und hatte noch was über. Ob es dann aber reicht, noch davon mittens zu machen, passend zur Mütze, da bin ich mir nicht sicher, ob er da nicht doch bei seinem zweiten Strang braucht. Aber es war schon noch was über. Aber ich weiß es halt nicht, ich habe es nicht ausprobiert. So viel nochmal zu dem Decay Garn, dem Nonplusultra. Sie schreibt die Anleitung und ist ganz fleißig dabei. Da wartet uns was richtig, richtig Schönes. Ich werde mir dann auch noch mal eine stricken. Bin mir mit der Farbe aber unsicher, welche ich nehme. Aber jetzt gehen wir ja auch bald erstmal ins Frühjahr. Obwohl, ich habe euch eben gezeigt, wir haben Schnee und es soll eventuell heute auch noch mal ein bisschen schneien. Wäre ja schön. Dann habe ich noch mal hier ein Set für euch gefärbt. Und zwar ist das 50, 30, 20 Schurwolle Alpaka Seide. In so einem Braun mit Peach für ein Lace-Tuch. Das gleiche habe ich ja auch noch in der Zypresse-Färbung. Wunderbar. Ganz toll verzwirnt mit so kleinen Perlchen, sehr leicht. Also mit der Seide könnt ihr auch im Sommer euch ein Lace-Tuch oder eine Stola oder so für abends umzuhängen. Hervorragend schön. Oh, ich liebe dieses Garn. Was habe ich da noch? Die Sovo Base. Gar nicht immer so einfach. Ach, jetzt seht ihr es blau. Es ist ein Grün und deswegen heißt das auch Legolas. Legolas heißt ja eigentlich Grün, aber ihr seht es leider blau. Das ist jetzt dem Licht geschuldet und auch dem Schnee, was hier reinkommt, dass es einfach so verfälscht. Ich mache für euch ganz gute Fotos auf meiner in meinem Shop, damit ihr seht, es ist wirklich mal ein sehr schönes Grün. Könnte ich mir auch in einem Tuchprojekt vorstellen. Hier sind 400 Meter, ganz weich, davon mal ein Lace-Tuch zu stricken. Muss ja nicht immer ein Lace-Garn sein. Dann, ich bin ja Siegerländer, das ist die Siegquelle. Finde es eigentlich ganz schön, wenn ich euch die Wollstränge jetzt immer so rumdrehe, dann hat man irgendwie einen größeren Blick. Das hier wollte ich euch noch mal ganz besonders ans Herz legen. Diese Suri Silks, die sind wunderbar. Irgendwie ist hier gerade Treckermania. Aber so ist das am Dorf, ne? So, wir haben, ich hatte vor einiger Zeit mit meiner Freundin ein Gespräch über die Unwörter des Jahres und haben uns so ein bisschen lustig gemacht. Und über eins haben wir so besonders abgelacht und das war Verschlimmbesserung. Was ist das überhaupt für ein Wort, ne? Und das ist die Färbung dazu. Manchmal reicht dann schon so ein Telefongespräch mit einer Freundin und man kommt irgendwie auf ein Thema und wir waren da bei diesen Unwörtern gelandet und wir hatten dann auch im Handy gegoogelt, was gab es denn eigentlich überhaupt schon für Wörter und bei Verschlimmbesserung waren wir irgendwie hängen geblieben, dass wir gesagt haben, was ist das eigentlich für ein irres Wort. Und wie ich dann hinterher an den Färbetöpfen stehe, habe ich gedacht, so, das müssen wir jetzt mal färben, die Verschlimmbesserung. Ich finde die Töne so sanft, dass man im Sockenprojekt ruhig ein leichtes Muster stricken würde. Ich liebe ja immer noch die Skippies. Ich muss ja sagen, es gibt ja so viele Mustersocken, aber ich finde so ein kleiner an der Seite richtig schön. Was ich jetzt auch gesehen habe, ich bin ja nicht so der Zopffreak, ne? Aber das war eine gestrickte Socke, wo der Zopf schon oben im Bündchen drin war und lief dann so links und rechts am Fuß runter. Fand ich auch richtig gut. Bin ich nur noch nie drauf gekommen. So einfach,
Und trotzdem zog das Bündchen ja zusammen, aber so schön. Tja. So, ihr Lieben, ich rausche hier gerade ein bisschen durch die Wollvorstellung. Aber ich kann euch sagen, bei einigen habe ich jetzt mal den Rotstift angesetzt in einigen Färbungen. Immer was so ein bisschen länger im Shop ist oder was aus ist, wie die Welcome 2023 Färbung, wo meine Schwägerin sich übrigens einen hammermäßigen Pullover rausstreckt. Es wäre auch eure Chance. Ich habe die im Preis reduziert mit einem weißen Mohair, egal ob Atelier Citron, die Extraklasse, die ist natürlich hammermäßig gut, oder ihr nehmt von Drops so ein Mohair und strickt euch daraus ein Pullover oder eine Jacke. Bums. Ich habe schon erste Bilder gesehen. Ich war total begeistert. Richtig, richtig klasse. Ja, oh, da freue ich mich auch drauf. Da gehen wir morgen früh zum Frühstücken hin. Dann sehe ich den bestimmt schon nochmal. Da freue ich mich drauf. So, das war eine Tasche, die gefallen ist. Und da möchte ich jetzt mal langsam hinübergehen. Und zwar sind wieder einige Taschen von Della Q gekommen. Da freue ich mich auch drauf, wie diese hier zum Beispiel, die Minimakers. Da kriegt ihr ja für den Preis sogar zwei. Das ist eine kleinere mit drin, das ist gewachste Baumwolle. Das ist der Ton Petal. Ja, ich glaube Petal. Findet da im Shop. Und da macht da oben den Reiter auf, geht auf Della Q. Und da findet ihr dann alles am Sonntag, was gekommen ist, habe ich dann da schon wieder drin, ist schon vorbereitet, läuft für den Sonntag. Ja, und jetzt kommt die Verwirrung ever, weil ich jetzt eine Nachricht hatte, ja, endlich sind sie bei meinem Großhändler zu bekommen und ich muss sie nicht mehr in Dänemark bestellen. Ja, die habe ich von meinem Mann zu Weihnachten bekommen. Und ich liebe sie total. Das ist die Vegas XXL. Könnt ihr euch... Also jetzt ist der Riemen natürlich kurz, weil meine Enkeltochter wieder damit rumgespielt hat. Die Vegas, die kann man schön crossover tragen, wie auch immer. Und da passt auch nicht nur ein Strickzeug rein, sondern auch noch andere schöne Sachen. Das ist ja meine private. Und ich habe jetzt mal so eine kleine Auswahl für euch bestellt. Noch nicht im allerhöchstpreisigen Sektor. Aber sehr schön. Und ich möchte aber vorweg was sagen. Die Taschen heißen Mut und nicht, wie man hier vielleicht jetzt lesen könnte, Boom. Ne? Da haben wir uns jetzt drüber bekringelt. Da hat nämlich, ich weiß auch, ob das ein Witz sein sollte oder wie auch immer, gesagt, hier, ich finde die Boom-Taschen so toll. Ja, die heißen aber von der anderen Seite gelesen, die heißen Mut. Die Mut-Taschen. Ist eine Firma aus Dänemark. Ich wollte doch im Dänemark-Urlaub mir so gerne eine kaufen und es war doch keine zu finden. Und der Händler, wo ich dann hingefahren war, die hatten drei Taschen und überhaupt keine Auswahl. Da war ich doch so enttäuscht. Und desto mehr habe ich mich jetzt gefreut, wie ich die Nachricht kriegte. So, die gibt es jetzt da bei meinem Großhändler. Ich habe mal eine kleine Auswahl für euch bestellt. Das ist der Shopper. Ob ihr, und das finde ich ja so schön bei Della Q, ob ihr da euer Strickzeug reinpackt oder alles rauswerft und mal einen Nachmittag damit in die Stadt geht, das bleibt euch überlassen. Oftmals sind die Sachen Multitasking. Für mehrere Sachen gleichzeitig einzusetzen. Also, das ist der Shopper. Auch im Shop kriegt das wieder einen eigenen Reiter mit Mut. Ach, Heike, ja, dir antworte ich gleich. Gerade noch von dir gesprochen. Ihr kriegt einen Reiter, da steht Mut und dann kann ich euch immer, da zeige ich euch an, was ich im Shop habe. Ich habe natürlich sparsam eingekauft, weil ich nicht weiß, ob bei euch auch der Funke überhaupt überspringt. Ich liebe sie fast alle. Wirklich fast alle. Ich habe dann auch so eine kleine Laura genommen. Die hat schon den neuen Prägedruck. Da könnt ihr ja natürlich auch ein Strickzeug reintun. Aber wenn ihr in die Stadt geht oder wollt mal eine kleine Handtasche, dann ist das auch eine kleine Handtasche für euch. Und ihr habt dann noch einen Riemen bei, damit ihr sie auch an den Riemen nehmen könnt und Crossover tragen. Da schreibe ich immer bei, ob die den Riemen-Option hat oder nicht. Die Laura hat sie jetzt.
Er hier zum Beispiel, den habe ich in Schwarz genommen und in der Farbe Whisky. Das ist der Kleine. Der hat die Option nicht, aber ich liebe ihn oder dieses Modell, weil ihr könnt A hier vorne an beiden Seiten rausstricken und da passt ganz schön was rein. Das ist immer so vollgestopft. Das ist die Versandtasche. Da packe ich das wieder schön für euch rein, wenn ich es versende. Hat hier oben noch ein kleines Fach. Da könnt ihr Maschenmarkierer oder sowas reintun. Und die Verarbeitung ist einfach phänomenal gut. Ja, ich weiß, die haben ihren Preis. Aber man hat mal Geburtstag, man hat mal ein Jubiläum. Man geht vielleicht mal zu Mama oder Papa ein bisschen putzen und die tun einem dann ab und zu schon mal was in eine Spardose. Oder ihr macht es so wie mein Mann und ich. Da hinten stehen zwei Spardosen, ein J und ein K. Ich tue mir noch jeden Sonntag 2 Euro Sonntagsgeld in jede Dose. Und so spare ich mir das und das erhöht auch die Vorfreude auf sowas, finde ich. Und dann darf es auch mal sowas sein. Ich weiß ja nicht, womit ihr in den 80ern ins Schwimmbad gegangen seid oder hattet schon mal so ein kleines Köfferchen. Auch wunderbar. Ihr könnt da euer Strickzeug reintun, aber auch euer Häkelzeug. Ihr könnt aber auch, wenn ihr in Urlaub fahrt, eure Kosmetika da reintun. Das ist eben das Schöne bei Mut. Alles kann, nichts muss, wofür ihr es jetzt schluss- und letztendlich nehmt, ist euch überlassen. Und das finde ich total toll. Generell hat Mut extra eine Kollektion für die Haare, also Friseure. Organic und Care, das muss ich mal genau noch gucken. Achso, das sind hier diese Shopper, die Mut Shopper in XL. Care und Clean. Extra was für Stricker, extra was für Häkler. Muss mal gucken. Ich war ganz überrascht, dass die Preisliste so groß ist. Ja, also die unterscheiden verschiedene Kollektionen. Sollte unter euch eine Friseurin sein, die Interesse hat an so einem Gürtel, wo ihr eure Scheren und Kämme und so reintun könnt, schaut auf der Mut-Seite, wie das genau heißt. Kontaktiert mich gerne. Ich gucke, ob mein Großhändler das vorrätig hat und dann können wir das so abwickeln. Also da bin ich auch zu allem bereit. Und auch wenn einer sagt, hey, ich wollte schon so lange eine bestimmte Tasche, dann schreibt mich an, ich gucke, ob ich euch die besorgen kann und alles ist fein. Also da bin ich wirklich für alles offen. Ich konnte natürlich jetzt nicht, aus finanziellen Gründen schon nicht, die ganze Kollektion einmal in Schwarz und einmal in Whisky kaufen. Das kann niemand, weil ich nicht weiß, ob das bei euch auch angenommen wird. Ja, ich liebe sie. Die Verarbeitung ist einfach wunderbar. Schon alleine das Auspacken, und das war übrigens das Paket, was abends auf den Holzhüppel flog bei den Nachbarn. Ich bin so froh, dass die alle nochmal in Plastiktüte eingepackt sind und dass der Fahrer in seinem Irrsinn wenigstens darauf geachtet hat, dass das Paket unter ein Dach kam, weil es ja so am Regnen war, auch wenn die Adresse schon nicht stimmte. Und ich habe ein Heidenglück, weil natürlich auf dem Karton der Name meines Mannes stand. Den kennen die ja gar nicht, die Nachbarn. Die kennen nur... Entschuldigung. Die kennen ja nur mich und wir haben ja hier alle Hausnamen. Und ich bin ja immer noch eine von Gürtlers Zwillinge. Das auch, und dann passt der Nachname nicht, dass die irgendwann den Dreh in den Kopf gekriegt haben, Gott sei Dank über eine Pflegekraft, die auch neulich mal beim Papa war, dass die gesagt haben, ja, ist das denn nicht, sind das denn nicht die Nachbarn, die da unten wohnen? Da ist doch die eine Frau mit Nachnamen Sting, dass die dann angerufen haben und dass die auch im Telefonbuch in der Lage waren, meine Festnetznummer noch rauszukriegen. Also Glück, Glück, Glück gehabt, obwohl das wirklich nicht hier zusammen ist, dass die dann den Dreh noch gekriegt haben, dass das meine Taschen waren. Ja, bin ich total glücklich. Man muss ja auch schon mal Glück haben. So, ihr Lieben, das war's für heute. Bis in 14 Tagen wünsche ich euch was Irres Gutes auf den Nadeln. Manchmal muss man auch mal
Goodbye sagen. Und jetzt habe ich ja wieder die Muße für was Neues. Ich bin nämlich mal am Gucken, was ich mir vielleicht mal gönne, was ich mal stricke. Ja, ich schau mal. Euch Kranken da draußen wünsche ich gute Besserung oder einen Zustand, in dem ihr es gut aushalten könnt. Das sage ich ja immer und das wünsche ich euch auch von Herzen. Die anderen bleibt mal schön gesund, das ist besser. Alle die, die eine OP vor sich haben, die Daumen sind gedrückt für euch, ganz besonders für meine Schwägerin, möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Aber wir sehen uns ja noch mal morgen. Da freue ich mich schon drauf. Um 10 bleibt auch, weil ich dann eben da oben gesehen habe. Ja, war beim 10. Haben wir heute Morgen noch von gesprochen. Und ansonsten sage ich hier, wer Redebedarf hat oder hat irgendeinen Wunsch und möchte mal unten reinschreiben. Ich muss mich übrigens noch entschuldigen. Ich habe die letzten zwei Podcasts immer noch nicht alles gelesen und nicht alles mit Herzchen versorgt. Ab und zu antworte ich mal. Und mein E-Mail-Fach ist auch noch voll. Aber Leute, manche fragen an mich, ja? Da weiß ich ja nicht, was ich darauf antworten soll. Ich habe jetzt mein Vogelhäuschen in einem Reel auf Instagram gezeigt. Einer hat gefragt, ob ich weiß, wie man ein Vogelhäuschen im Dachfenster festmacht, so dass man das Fenster noch aufkriegt und man das auch sauber machen kann und immer befüllen. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber manche Sachen sind auch so. Da weiß ich manchmal keine Antwort drauf. Am liebsten würde ich ja hinschreiben, es ist nicht schlimm. Setz dich hin, nimm dir ein Stück Schokolade und alles wird wieder gut. Da weiß ich manchmal nicht, was ich. Jetzt hat mir eine Frau geschrieben, ich habe Kleidergröße 56. Ich habe meine Wollen durchsucht, ich habe 900 Meter Lauflänge. Indiqué-Stärke, was soll ich stricken, Caro? Ja, das weiß ich auch nicht. Es bleibt ja eigentlich nur ein Schal, eine Mütze und Mittens, ein Kleidungsstück wird es nicht geben. Ja, also damit ihr mal seht, womit ich mich abzukämpfen habe. Manchmal weiß ich es auch nicht. Ich gebe dann auch schon mal unter erweiterte Einstellung auf Ravelry ein. Ich habe Decay, ich habe 900 Meter und habe Kleidergröße 56. Ja, die wissen das auch manchmal nicht. Und ich weiß das dann auch nicht. Aber I do my very best. Ich finde eigentlich immer eine Lösung. Und bin ja auch immer mit dem Gewicht hoch und runter. Ich würde ja sagen, Socken gehen immer, aber in Decay-Stärke weiß ich auch nicht. Wir finden eine Lösung. Und bis dahin bleiben wir schön lustig und munter. Und ich freue mich auf euch und ich hoffe, ich sehe euch in 14 Tagen wieder. Tschüss, sagt eure Caro.